Hallo, hallo, Ben Wellen hier und willkommen zu meinem YouTube-Channel. Heute mal eine etwas gediegenere Einleitung, denn es ist nichts Erfreuliches, worüber ich reden werde. Ihr wisst ja, habt vielleicht schon gehört an mehreren Stellen, der Gerhard Pfister ist heute verstorben oder gestern, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe es aus einer zuversichtlichen Quelle gehört, also der Gerhard hat mit Blasenkrebs zu kämpfen gehabt, ist aber im Endeffekt an Nierenversagen gestorben. Das hängt ja dann alles irgendwie später zusammen und ist leider von uns gegangen. Er war, glaube ich, 2 Jahre jünger wie ich, er müsste also so 60 gewesen sein. Und wir sollten Gerhard in Erinnerung behalten als einen Wahnsinnsathleten, der in seinem Alter absolut brutal ausgesehen hat. Ich kann mich noch daran erinnern, wie Rich Gaspari mal so einen Spruch gemacht hat. Mann, der Junge sieht so gut aus, der könnte mich glatt schlagen oder irgend sowas in der Richtung damals. Das war so 84 irgendwas, 84, 85. Kann ich mich noch daran erinnern. Und jeder war so begeistert von Gerhard Pfister, weil der war so ein hammermäßiger Athlet. Der hat mit 19 die Juniorendeutsche Meisterschaft gewonnen, den Gesamtsieg gemacht und ist dann mit 20 bei den Männern angetreten, obwohl er noch Junior war, und hat dort auch den Sieg errungen und nur im Gesamtsieg gegen den langen Lulatsch verloren, warum auch immer. Ich kann mir nur vorstellen, damals war das noch so. Mir ist das auch passiert, dass man gesagt hat, man kann keinen Junioren den Gesamtsieg bei den Männern gewinnen lassen. Hat man mir damals auch mal so einen Scheiß erzählt. Und also von daher, das ist der einzigste Grund, den ich mir vorstellen kann, warum er nicht den Gesamtsieg damals gemacht hat mit 20 Jahren. Er hat danach auch noch unheimlich aufgebaut. Mit 22, 23 war der Typ der absolute Hammer, wenn ihr Fotos gesehen habt. Brutal, schaut mal nach, googelt mal Gerhard Pfister mit 22, 23. Gibt auch so bei YouTube Gastauftritte. Also hammermäßig, ganz brutal. Dann ist irgendwas passiert, keiner weiß so genau. Ich hätte es gerne erfahren. Ich wollte ja mit Gerhard einen Podcast machen. Der ist nun mal leider nicht zustande gekommen, weil irgendwie hatte der Gerhard so ein alteres Handy, einen alten Laptop und er hat diese Link, die ich ihm geschickt habe, irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Warum auch immer, spielt jetzt alles keine Rolle mehr. Ich habe sogar hier noch die Fragen liegen, die ich dem Gerhard mal gerne gestellt hätte. Denn ich habe immer gehofft, vielleicht in der Zukunft kann man ja vielleicht noch mal was machen. Das wird jetzt leider erst passieren, wenn wir uns in einem anderen Platz wiedersehen. In einem Platz, wo sich wahrscheinlich alle Bodybuilder eines Tages treffen werden. Ja. Was soll man sagen? Es ist ein anderer unserer Eisenbrüder in die ewigen Jagdgründe gegangen. Es ist echt schade. Gerhard ist ja damals als ganz junger Mensch vom Wettkampfsport zurückgetreten. Und bitte jetzt keine dummen Sprüche über Anabolika und das und jenes. Und er hat ja so viel genommen. Bitte nicht. Wir wollen nur ein paar schöne Worte sagen über den Athleten Gerhard Pfister. Und sein ganzes Leben war der immer in toller Form bis zum Schluss. Immer einen super schönen, durchtrainierten Body gehabt und auch noch eine ganze Portion Muskeln an ihm dran. Also das kann ihm keiner vorwerfen. Hat immer gut ausgesehen, war ja jahrelang Trainer gewesen, hat sein eigenes Trainingssystem entwickelt und so weiter und so fort. Also Jungs und Mädels, bitte haltet den Gerhard in Erinnerung als tollen Athleten.
es gibt halt Menschen, die sind nicht so einfach wie andere Menschen, aber deswegen sollte man sie nicht verurteilen. Wenn der Gerd jetzt an der etwas schwierigeren Seite war, aber wir alle haben auch schon mal schlechte Tage und vielleicht habt ihr dann gerade so einen Tag mit ihm erwischt. Spielt jetzt auch keine Rolle. Der Athlet Gerhard Pfister war ein absoluter Ausnahmeathlet, wo sich jeder gewünscht hätte, so auszusehen in dem Alter, wie gesagt, der Rich Gaspari-Spruch. Der war so beeindruckt von ihm, das war schon der Hammer. Ne? Also Gerhard, wo auch immer du jetzt bist, es wird auf jeden Fall ein Platz sein, ohne die Schmerzen, die du jetzt noch ertragen musstest durch deine Krebskrankheit. Und es wird ein besserer Platz sein als der, der es war, zumindest in letzter Zeit. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder. Es macht einen schon traurig, wenn sowas passiert, weil man ist ja selber in so einem Alter. Mann, wache ich morgen noch auf und links und rechts versterben immer mehr Leute und das bringt einen doch schon ganz schön ins Grübeln. Aber positiv bleiben, das ist das Leben, der Zirkel des Lebens. Man wird geboren und stirbt und so geht das nun mal jedem, okay? Also, bis dahin, wir sehen uns Sonntag bei dem Mailand-Bericht der vier Deutschen. Ich hatte das letzte Mal einen vergessen. Das tut mir sehr leid. Den Jungen habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und Leute haben mir erzählt, naja, wie auch immer. Spielt jetzt keine Rolle. Wir sehen uns wieder am Sonntag mit einer Berichterstattung von diesem Wettkampf. Und Gerhard, wir halten dich als Eisenbruder immer in unserem Herzen und du hast meine volle Anerkennung als einmaliger junger Bodybuilder. Okay, ja, bis dahin, wir sehen uns im Bodybuilding-Himmel und tschüss.